wenn man als Erwachsener getauft wird, ist es, glaube ich, heute auch so, wird man geschult. Also man hat einen Taufunterricht, so nennt sich das, in 10 Stunden. Und das ist der Nachweis dafür, dass man eben, also das auch das Bekenntnis und dass man Christ werden möchte. Wenn man als Erwachsener getauft wird, fällt es ja weg, dass man Konfirmation hat. Und die Konfirmandenzeit ist ja auch so eine Art Schule. Ja? Ich hatte in dem Ort, wo ich damals gelebt habe, Taufunterricht. Manchmal auch mit einem anderen Täufling, sage ich mal, mit einem anderen Erwachsenen. Und viele Jahre später, nach Öffnung der Grenzen, habe ich dann erfahren, dass mein Pfarrer, der mit mir den Unterricht genossen hat, also wir haben den Unterricht zusammen durchgeführt, dass er ein IM war, ein Mitarbeiter der Stasi, und im Nachbarzimmer teilweise auch ein Kollege saß, der zugehört hat. Ich habe Akteneinsicht angefordert und da waren wohl auch einige vernichtet worden. Also Aber mich sie hat es zu dem Zeitpunkt, als ich das dann erfahren habe, überhaupt nicht mehr gerührt. Denn ich habe so einen langen Prozess durchgemacht, um Mut zu kriegen, das öffentlich zu machen und ja eben unter den Bedingungen der DDR, dass ich dann ganz bewusst also auch damit umgegangen bin. Was ich jetzt sage, dazu stehe ich. Es hat ja lang gedauert und Wie wurde das denn aufgenommen damals in Ihrem Ort, dass Sie sich haben taufen lassen mit 23? also in dem Ort, da hatte ich ja hauptsächlich Kontakt durch die Kirchengemeinde, durch meinen Kirchenchor und die Umweltgruppe, in der ich aktiv war. Da waren natürlich alle ganz erfreut. Das waren ja Gemeindeglieder, die froh waren, dass ich dazugehöre, nun auch formal. Eigentlich habe ich ja schon richtig dazugehört. Interessant war, wie meine Eltern reagiert haben. Das musste ich ihnen ja auch dann sagen. Und sie haben gesagt, sie freuen sich sehr über den Schritt. Und sie haben ganz bewusst damals, als ich Kind war, mich nicht haben taufen lassen, haben ganz bewusst mir den Weg offen halten wollen. Ob ich mich nun in die Richtung oder auch in die Richtung, ich möchte Genosse werden, ich möchte SED-Mitglied werden, entscheide, das wollten sie mir eben überlassen.